Wer bist denn du? Ich bin Christoph, bin Geschäftsführer bei BobenOp. Wir sind ein Verein für Klimaschutz und Energiewende. Und du? Ich bin Kerstin, ich bin Mitglied bei BobenOp und Projektkoordinatorin für Tiny Hus. Wir sind ein Verein für Klimaschutz und Energiewende, fürs Amt Hürup, in manchen Projekten auch ein Stück weit darüber hinaus. Und wir wollen, ein Projekt gemeinsam ist, wir wollen gemeinsam was Sinnvolles schaffen. Wir wollen nicht immer warten, bis die Rahmenbedingungen perfekt sind, um was zu tun, sondern wir wollen gucken, wo wir jetzt als Bürger mit bürgerschaftlichen, ehrenamtlichen Engagement jetzt schon aktiv werden können. Ja, genau, dem habe ich eigentlich nicht wirklich viel hinzuzufügen. Also wichtig ist dabei tatsächlich, dass es aus der Gemeinde selbst kommt, von den Menschen, die hier leben und auch letztlich orientiert an den Impulsen, die hier die Menschen mitbringen. Also nichts, was wir von außen bestimmen, so das ist jetzt unser Thema, sondern das, was die Leute mitbringen an Ideen. Also es begann vor so ungefähr 10 Jahren, ist der erste Bürger-Solarpark hier entstanden. Es waren immer Einzelne, die sowas vorangetrieben haben und die auch gesagt haben, Mensch, ist zwar schön, wenn wir so einen Solarpark haben, wir wollen gerne mehr auch in die Gemeinschaft, in die Gemeinden hineinwirken. Klimaschutz, Energiewende funktioniert am besten, wenn alle irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten. Dann fing es an mit einzelnen Veranstaltungen. Und dann so diesen Impuls zur Gründung von BobenOp hat dann eine Tour, eine Exkursion nach in die Ökoregion Kaindorf gegeben. Das war im Jahr 2015 da war einfach ganz viel Begeisterung, die wir da mitgenommen haben. Sagen, hey, da sind Strukturen da, die Bürgermeister sind begeistert, dass es nicht nur um Feuerwehr und Kindergarten geht, sondern dass man sich auch mit ganz anderen Themen auseinandersetzen darf. Dass Unternehmen gekommen sind, die angesiedelt haben, weil die sagen, hey, hier ist ein tolles Klima, tolles Miteinander und auch einfach eine ökologische Orientierung. Und das hat Eindruck gemacht und auch ein Projekt dann insbesondere im Bereich Humusaufbau, was da schon mit eine ganze Reihe an Landwirten dann die mitgemacht haben und auch schon mit wirklich messbaren Ergebnissen. Wir können jetzt hier Klimaschutz dann voranbringen. Aber nie der Fokus jetzt nur auf ein Projekt, sondern auch diese Palette, diese Bandbreite, auch zu gucken, wo ist Energie da und wo entsteht was. So, und dann gab es eine Gründungsveranstaltung hier wir wollen einen Verein gründen mit ein paar Leuten, haben eingeladen haben dann einen Professor von der Hochschule, von der Uni in Flensburg einladen können, den Professor Hohmeier, der damals auch beim Weltklimarat durchaus sich einen Namen gemacht hatte. Und auf einmal war die ganze Turnhalle voll und wir waren selber ein bisschen perplex und haben noch Stühle nachgeholt und hatten somit einen tollen Start und von Anfang an eigentlich auch eine ganz gute Zustimmung und sind jetzt in der Zeit dann von 50 inzwischen auf irgendwie dann 120 Mitglieder gewachsen, so ganz organisch. Ja, so auf die Frage, was würden wir anderen mitgeben, würde ich einfach sagen, wirklich einfach machen. Also Ideen kommunizieren, mit anderen reden. Gucken, wen könnte das noch interessieren und einfach wirklich der Austausch und das Initiativwerden. Einfach auch begreifen, ich habe Verantwortung und ich bin auch handlungsfähig. Ich bin nicht ohnmächtig. Ich kann was tun und ich kann Mitstreiter finden, die gibt es immer. Ja, gerade auch so der Austausch. Also die Ideenschmiede ist eins von unseren Formaten, die, glaube ich, prägend sind für BobenOp, dass wir jeden Monat einem ganz anderen Thema eine Bühne geben. Von Unverpackt über Energiewende-Themen, Technik-Themen bis hin zu nachhaltig Reisen und so weiter. Oder genau. Für Weihnachten hatten wir auch mal so eine Geschichte. Ja. Ne? Wie kann man nachhaltig und irgendwie ja, klimaneutral Geschenke machen und Geschenke verpacken? Das war so ein... Ja. Und auch da, also häufig haben wir genau, Experten dabei, aber es ist nie so, so geht's. Und wir alle SUV-Fahrer sind die Bösen, so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer so einladen, sagen, hey, guck mal, es geht auch anders, es gibt Alternativen. Und ich glaube, das hilft unserem Verein, dass wir jetzt nicht immer als die Bösen sagen, ihr seid die Bösen und was ihr macht, ist alles falsch und wir fahren gerade gegen die Wand. Sondern zu sagen, hey, guck mal mit einem positiven Beispiel, das Klimaschutz und Energiewende darf auch Spaß machen. Und das muss nicht unbedingt Verzicht, muss jetzt nicht unbedingt nur, dass wir jetzt alle nur noch Brot und Wasser essen. Sondern man kann, denke ich, auch so, wenn man gemeinsam am Strang zieht und ein bisschen nachdenkt, was kann ich anders machen, dann muss das
nicht unbedingt eine Einschränkung sein, sondern es ist im Gegenteil, dann ist es gut für die Gemeinschaft häufig und einfach auch noch ein Plus an Lebensqualität. Ja. Ja, ich würde es mal historisch gesehen mal anfangen. So, am Anfang war die Ideenschmiede, hieß damals noch Energiewende-Stammtisch, haben wir nachher dann von Energiewende halt mehr auch zu Unverpackt und nachhaltig Reisen und anderen Themen geöffnet. Das tat dem Format sehr, sehr gut. Hat auch einfach noch neue Zielgruppen noch wie angesprochen. Dann war das erste Projekt, was so auf der Idee war Humusaufbau. Sagen wir, mit Landwirten, im Dialog mit Landwirten zu gucken, so mit welchen Anbaupraktiken, welchen Methoden kriege ich Humus aufgebaut oder wie kriege ich den Boden fruchtbar gemacht, wie kriege ich Kohlenstoff im Boden gespeichert und damit dann alles, was als C, als Kohlenstoff im Boden ist, ist schon mal nicht als CO2 in der Atmosphäre, sondern wie kriege ich als Landwirt dann Klimawandel gebremst ein Stück weit. Dann kam noch dazu, das sind wir immer noch dabei, das ist nicht ganz so einfach, wie wir das erhofft hatten am Anfang. Das gehört auch dazu, dass man manchmal auch dieses Durchhaltevermögen dann braucht innerhalb des Vereins. Wo es dann aber schneller als im Humusaufbau voranging, war das Thema Nahwärme. So, und das ist ein Thema, wo weiterhin auch viel Energie drin ist. Die haben sich inzwischen als ausgegründet, weil man als gemeinnütziger Verein so schlecht Wärme verkaufen kann. Aber auch da, dieses Basisdemokratische spielt damit weiter, dieses viel mit ehrenamtlichem Engagement. Will zu sagen, so, wir machen eine Lösung für uns. Unser Dorf, unsere Wärme ist da dann der Slogan. So, dann gibt es als Verein, dann ist irgendwann, dann waren wir auch wieder, dann war einer aus dem Verein. Urlaub hat er gesehen, da stand eine Mitfahrbank. Das ist eigentlich eine coole Idee. So wie das da gemacht ist, geht es vielleicht optisch noch ein bisschen hübscher. Dann haben wir uns da ein bisschen Gedanken gemacht und eine dann zurechtgezimmert. Und dann ist hier im Dorf dann die erste Mitfahrbank entstanden. Als Projekt, wo man sagt, okay, man kommt zusammen vorwärts, man lernt Leute kennen dabei, man tut dabei noch was Gutes fürs Klima. Ist dieser Strompool, oder ist sogar schon älter als Brummob eigentlich, der ist quasi in den Verein mit übergegangen. Aber auch dieses, genau, mit der Motivation, gemeinsam Strom und Gas, dann als Ökostrom oder klimakompensiertes Gas einzukaufen und auch da dann den CO2-Fußabdruck ein ordentliches Stück runter zu bekommen. Und gemeinsam, wenn man gemeinsam einkauft, dann kann man einfach bessere Konditionen auch bekommen, sodass es nicht unbedingt teurer ist und trotzdem tut man was Gutes fürs Klima und für die Gemeinschaft. Dadurch, dass wir da dann auch für jeden, den wir mitbringen, wenn wir mit 200 Leuten wechseln, dann auch ein paar Euros an Provisionen dann dafür bekommen, die wir dann aber auch wieder in Projekte hier in der Region reinstecken und wo auch die mitmachen, selber entscheiden können, wo will ich jetzt dieses Geld dann für investieren und mit reinstecken. So, dann ist die Gruppe Tiny House dann mit dazu gekommen, jetzt vor knapp 2 Jahren ja schon. Mhm. Auch wie viele Sachen aus einer Ideenschmiede raus. Wir haben eine Ideenschmiede gemacht, da waren 70 Leute oder so dann da und man hat richtig gemerkt, da sind welche, die wollen. Die warten nur drauf, dass es jetzt irgendwie weitergeht. Und dann hat sich eine Initiative daraus gegründet. Dann, okay, und jetzt treffen wir seit anderthalb Jahren mehr oder weniger im zweiwöchigen Rhythmus und arbeiten dran. So. Und auch da ist eine Sache, da geht nicht immer alles so schnell und so einfach, wie man es als Bürger gerne haben möchte. Es gibt Bürokratie, es gibt bestimmte Wege, man braucht erstmal ein passendes Grundstück und es geht nicht überall. Und es ist ein bisschen neu, was wir da betreten. Und damit muss man eine ganze Menge an Durchhaltevermögen mitbringen. Genau. Da ist man ein bisschen Geduld gefragt. Ja. Und man darf das auch lernen. Ja, dann gibt es ja noch die Bürgersolarberatung. Genau, wo wir jetzt inzwischen 10 ehrenamtliche Berater geschult, ausgebildet haben, Beratungsmaterialien erstellt haben und die dann auf Anfrage dann kostenlos zu den Leuten nach Hause kommen und die dann so lange begleiten, bis die dann nachher dann auch 2, 3 Angebote dann auf dem Tisch haben und sagen, hey, ich will das machen oder genau. Und auch wenn sie es nicht machen wollen, kommen wir trotzdem gerne. Das ist Ergebnis offen, diese Beratung. So, und das ist zum Beispiel etwas, wo wir gerne nach außen ausstrahlen. Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen so, Brummob hat das und ist ja schön, dass das hier funktioniert in Hürup. Da sind wir auch stolz drauf und froh drüber. Unser Ziel ist tatsächlich auch, Beispiel zu geben, was anderswo funktionieren kann. Und wir möchten gerne, dass das, was hier kommt, dass das, was hier entsteht, auch gerne anderswohin ausstrahlt und Nachahmer findet. Das ist tatsächlich auch eins von den Zielen, was wir explizit auch in der Satzung festgehalten haben. Finde ich einen total wichtigen Aspekt, also dass es eben auch darum geht, Sachen kopierbar zu machen. Ne?
Also dass es eben auch andere Gemeinden machen können und schon ein Beispiel haben oder Ansprechpartner, wie habt ihr das gemacht, wie geht das, um es immer leichter zu machen und natürlich immer schneller auch in die Fläche zu bringen. Ne? Und da kann man eigentlich fast ja, jedes Projekt nehmen. Ja. Ich wüsste nicht, welches jetzt nicht. Nee. Kollegial, würde ich einfach mal sagen, offen, kommunikativ, wertschätzend, definitiv. Also das finde ich was ganz Wichtiges und Wertvolles, dass einfach jeder, der sich in irgendeiner Weise einbringt, und da ist es egal, ob es der Geschäftsführer ist oder der Übungsgruppenleiter oder der Hans Meier aus dem Dorf, der zur Ideenschmiede kommt und irgendwas Tolles vorschlägt. Das ist einfach, man wird gesehen mit seinen Bedürfnissen und mit dem Engagement, was man mitbringt. Und das finde ich, ist total, ja, einfach wertvoll und total wichtig. Und was muss? Klar braucht es Struktur. Es muss natürlich auch irgendwie einen Rahmen geben, in dem sich das irgendwie abspielt. Und es braucht auch Strukturen, damit es irgendwie auch vorwärts geht, also damit man auch Ziele erreicht. Da haben wir bestimmte Intervalle, was die Arbeitskreise angeht, die sich regelmäßig treffen in unterschiedlichen Abständen, je nach Projekt und je nachdem, was da gerade einfach auch los ist und zu tun ist. Aber da gibt es eine Regelmäßigkeit, dann gibt es natürlich die Vorstandsarbeit, die regelmäßig stattfindet und eben immer auch Verantwortliche für die Projekte gibt es einfach auch Leute, die sich die Ansprechpartner sind, die dann wiederum sich vernetzen mit der Geschäftsführung und dem Vorstand. Also so diese Struktur ist natürlich wichtig, sonst wird es wahrscheinlich irgendwie kuddelmuddelig werden. Das ist vielleicht sogar eine Errungenschaft der letzten Jahre, ja. Da gemerkt haben, okay, wir haben jetzt eine gewisse Größe erreicht und es ist schön, dass die Gruppen sich so in sich so dann gefunden haben und auch eigenständig am Arbeiten sind. Aber einfach mal reinzuhören und sagen, hey, was macht ihr gerade, was bewegt euch? Das ist mir auch als Geschäftsführer ganz wichtig, so diesen Draht dann zu haben und zu gucken, wo kann ich jetzt unterstützen, wo braucht man mal einen Impuls auch reingeben. Dann vor allem aber auch zu hören, so was ist gerade an Themen, was euch bewegt dann in den einzelnen Gruppen und sowas dann auch mit nach außen zu tragen. Das ist auch wieder ein Zeichen von Wertschätzung, hey, nicht nur wir treffen uns jetzt hier, und sondern auch zu sehen, hey, da sind wir wieder einen Schritt weiter, man kann darüber berichten, die anderen Leute im Dorf hören es jetzt auch davon oder auch ja dann weit drüber hinaus. Das ist, glaube ich, auch genau was wieder motiviert, auch weiter mitzumachen, auch dass jemand nachfragt, sagt, hey, wie geht's euch, wo steht ihr, was braucht ihr? Das ist so eine wertvolle Struktur, die wir da aufgebaut haben. Und das muss gar nicht jetzt dann Riesenbudget oder irgendwas dabei dahin, aber es braucht einen ab einer gewissen Größe, der einfach so ein bisschen Überblick behält, der guckt auch mal auch zu koordinieren, der so die Verbindung hält, ob es jetzt zu den Bürgermeistern oder zu anderen ist. Es braucht irgendwie auch der guckt, was läuft im Verein und was wollen wir davon nach außen tragen. Und das tut, glaube ich, unserem ganzen Verein ganz gut. Also einen absolut hohen Stellenwert. Ich glaube, das ist die Basis. Also, dass wir miteinander reden, sowohl intern zwischen den Arbeitsgruppen, mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand, im Arbeitskreis selber natürlich die Kommunikation und nach außen natürlich um die Transparenz auch, also damit die Leute wissen, was wir tun, warum wir das tun und auch immer wieder teilhaben lassen, ob das jetzt hier im gelben Blatt ist. Also es ist so ein kleines regionales Heft, was, glaube ich, so ziemlich jede Gemeinde hat, irgendwie in Schleswig-Holstein, glaube ich zumindest. Also wir haben so ein gelbes Blatt und da ist es einfach auch regelmäßig drin. Also das ist auch, glaube ich, wichtig, dass es die Leute einfach merken, okay, da kommt immer wieder was, da kommt jeden Monat was von Bomb-Op, da passiert was. Was vielleicht auch ein bisschen die Aufforderung ist oder die Motivation oder die Einladung, da passiert was, also kann ich da vielleicht auch mitmachen oder so. Also das ist, glaube ich, auch anders, als wenn irgendwie was kommt und dann lange wieder nichts. Es ist, glaube ich, wichtig, eine Regelmäßigkeit und dann natürlich auch die Kommunikation über die Homepage, über Social Media, über vielleicht auch die Tageszeitung, dass da auch immer mal wieder was erscheint. Solche Dinge sind wichtig und intern absolut, also einfach um
um überhaupt voranzukommen, aber auch dieses Thema der Wertschätzung und auch irgendwie der, ja, das Miteinander, das macht ja auch Spaß. Also das soll auch Spaß machen. Irgendwie. Ja, es darf auch Spaß machen. Genau. Es darf Spaß machen und es sollte auch Spaß machen. Aber ich glaube, dass das einfach motiviert, ja. wenn man miteinander spricht und sich auch gegenseitig ja, hört und gesehen fühlt, dann lädt einen das ja wieder ein, weiterzumachen. Man fühlt sich nicht so allein. Ja, genau. Nee, und dass man dann auch Erfolge feiert, ist, denke ich, ganz wichtig in der Kommunikation. Ja. Wenn es nur ist, genau, einfach, dass im Newsletter dann ein Artikel ist oder im Amtsblatt, wo dann ein kleiner Bericht ist über die Arbeitsgruppe und die sagen, hey, guck mal hier, das haben wir gemacht. Und das motiviert auch wieder neue Leute mitzumachen. Ja. Um jetzt auch mal ein bisschen konkret zu werden. Jetzt so, ein Projekt ist unsere Bürger-Solarberatung. Dass wir Leute geschult haben, die sagten, wir haben schon ein Solardach und finden das gut und das müssten eigentlich viel mehr Leute machen. Dass wir den Leuten mal einfach zwei Abende angeboten haben, zu sagen, so, wir bringen euch mal die Basics, wie berate ich eigentlich andere Leute? Wie gehe ich so ein bisschen missionarisch nach draußen? Was sind so die wichtigen Punkte daran? Für eine Wirtschaftlichkeit, Speicher, ja, nein und so weiter. Das ist so was die Leute dann auch bewegt. Und dass wir halt nicht warten, bis die irgendwann zu uns kommen, sondern auch im Prinzip immer wieder einladen, neue Angebote machen genau, so mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ja. Und zwar auch so, dass sie verstehen, nicht zu sagen, dass es, ich sitze am Laptop und am Ende kommt ein Ergebnis raus und so geht's, sondern dass die Leute wirklich nachher dann mit Zettel und Papier, mit Stift und Papier, dann, dass sie es nachvollziehen können und nachher sagen, okay, jetzt bin ich bereit, ich habe es verstanden, ich habe jetzt gelernt, dass es funktioniert bei mir und jetzt kann ich es nicht. Und ich glaube, das ist auch damit gemeint, von innen heraus oder von unten, Klimaschutz und Energiewende von unten, weil es bedarf ja, also es ist ja letztlich auch ein Lernprozess und ein Prozess der Bewusstwerdung und irgendwie ist es ja auch ein Bildungsthema und da, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der auch wichtig ist im Verein, dass man einfach aufklärt und dann hat der Mensch die Wahl und dann kann er entscheiden. Und das ist, glaube ich, ein anderes Gefühl, als wenn jemand kommt und sagt, du musst das so und so machen, weil das ist besser oder das, damit sparst du CO2. Da sind auch viele im Widerstand. So, da kommt immer gleich so ein, du willst mir sagen, was besser ist. Und ich glaube, der Schlüssel ist, selber erfahren und verstehen und das machen wollen. Also wirklich von innen raus machen wollen und sich dabei gut fühlen. Ja. Genau, also sich gemeinsam auf die Reise machen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Ohne den Zeigefinger.